Der wunderschöne, der allmächtige, der beste Spieler, den wir haben auf dieser Couch. Fabian, am Apparat. Dennis. Ja. Du bist so gut zu mir. Ich weiß, ich habe letztes Mal ganz hervorragend den Schrein gelöst. Das hast du tatsächlich. Sehr, ja, naja. Oh, so viele Verletzte. Hä? Wer ist verletzt? Ist es Säureregen? Und wir rennen seit Stunden darin rum. Du bist ein Julianer, gut beobachtet, Sherlock. Du bist echt schlau. Amol, haben die jetzt echt alle Namen und so? Haben die alle Stories? Haben die alle irgendwelche Sidequests? Ach du Scheiße. Das ist die Statue der großen Mipha. Mipha! Mipha ist bestimmt eine der Titanen, ne? Das ist die Titanen Zora. Bin ich mir. Also ich hab keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich. Es wäre nicht abwegig, finde ich. Sie einst die Reckin der Zoras war. Genau. Dann, ja. Ha! Wunderschön und herzensgut. Wie du, Fabian. Wie du. Okay, wo ist der echte Dennis? Der ist vergraben unter Kopfschmerzen und Müdigkeit. Ah, cool. Da liegt er gut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände hat sie jeden... Moment. Ja, brachte sie jeden zum Orgasmus. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Dennis. Ach, ein Corona. Okay. Der Alten in unserem Dorf am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du ja mal mit den Alten reden. Aber sie war keine von den Alten. Warum? Halt die Fresse! Mann, wie viele von denen stehen denn hier rum? Ah, okay. Aber die kannst du kaufen. Du willst sie aber nicht kaufen. Hör auf damit. Du kannst sie fotografieren. Oh, du bist ja klug. Aber du weißt schon, dass du ungefähr 32 Minuten brauchst, bis du einen davon eingestellt hast, als wir suchen jetzt dieses Tier. Ist mir doch egal. Okay, alles klar. Oh, da ist noch mehr zum Fotografieren. Ah, ich glaube, wir werden hier diese Folge nichts anderes machen, Leute. Und ich weiß, es gefällt euch. Eispfeil. Hm? Eis. Das ist ich ja, meine, Eis. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja mal Anfang des Jahres, das kennen ja viele, die eispfeiligen. Mhm. Da wird es nochmal kalt. Oh Gott. Ja, ja. So, ein Gorone, Mensch. Wo die Goronen schon wohnen. Ich wusste, dass du es jetzt sagst. Agiput? Ja, nicht viele von euch hier in der Gegend. Ja, und euch gibt's hier wie Sand am Meer, oder was? Es ist wirklich lustig, wenn ich sage, dass es ihn wie Sand am Meer gibt bei den Zoras, weil er ist ja aus der Wüste und ja, Zoras. Das hat schon echt gut Sinn gemacht. Das war schon echt gar nicht so doof, dabei habe ich mir nichts dabei gedacht. Ah, sehr gut, Dennis. Elektropfeile, wenn er den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Ja, weil du fett bist halt, ne? Er hätte das schon diplomatischer formulieren können. Er will dich ertränken. Hör auf, Mann. Oh Gott, das will die technisch. Der Controller will schon wieder nicht mehr so, wie wir wollen. Was so. Ist das denn für einer? Dento, ist das... Das ist der Zahnarzt. Zozo, der Hylianer. Wegen dem haben wir unsere Mifa verloren. Ah ja, oh, man kennt mich hier schon. Also hier rum. Der guckt aber ganz schön unfreundlich. Was willst du hier? Waffenschmiede. Was machst du? Waffenschmiede. Lassen wir reparieren. Lanzen? Lichtschuppenlanze, Zeremonienlanze, Penislanze. Wir tauschen ab. Okay. Okay, also wir sollen erst wiederkommen, wenn wir eine geile Waffe haben. Machen wir. Kinders, machen wir. Aber jetzt. Jetzt erstmal Plot! Plot! Wo ist denn jetzt der Sidon? Im Thronsaal wurde uns gesagt. Richtig. Wo ist denn jetzt der Thronsaal? Da, wo Sidon ist. Exakt. Wo ist denn jetzt Sidon? Im Thronsaal. Ah, mein Gehirn. Das ist die Gaststätte. Das ist die Krankenstation. Da könnten wir noch was zu essen brutzeln. Machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt nach oben. Ich wette, du musst da hinten hoch. Hinter dir. Da? Nein. Aber das geht auch hoch. Ja, da geht es bestimmt auch hoch. Aber das ist länger als das, wo ich lang wollte. Es ist hier alles unter Wasser. Nein, es ist über Wasser. Aber das unter ist ja Wasser. Das Verrückte. Über Wasser. Oh. Da liegt was. Da liegt Scheiße auf der Erde. Eicheln. Ja. Vogelnüsse. Die man aber nicht suchen kann, offensichtlich. Okay. Dann sei es so. Kann man halt auch nichts machen. Das ist aber schon ganz schön... Wirklich? Süße. Ja, ich wollte die fucking Treppe einfach nur hoch. Du wolltest hier außen rumlaufen. Jetzt flieg doch einfach da runter. Du bist so ein... Du bist so doof. Oh, es ist unfassbar, wie doof du bist. Was zur Hölle tust du jetzt? Oh, du teleportier mich. Teleportierst du dich echt aus der Luft da jetzt hoch? Ja. So dumm bin ich nämlich gar nicht. Nee. Noch viel dümmer. Wenn du im Gras duckst, bist du schwer zu entdecken.
Ein Hase. Ah, es bringt Glück. Okay, wir haben uns ja gefragt, was es bringt, die glühenden Hasen zu jagen. Glück. Ich hab... Ich, what? Hä, wir haben doch glühende Hasen im Wald schon ja, gesehen. Ja, aber... Die bringen Glück. Aber... Glück. Was ist ein Glück? Ja, Glück ist eine... Siehst du, gibt's nicht. Verdammt. Wir sind ja hier nicht bei Das schwarze Auge oder Dungeons and Dragons oder so. Ja, wo es Glück nicht. Als Stat gibt. Stat gibt. So, genau. Nur hier diese Scheißtreppe wollte ich hoch. Aber nein, der Herr wollte mir den großen Umweg machen. Ja. The long way round. Na sowas. Mann, dieser scheiß Sprachfehler geht mir auf den Senkel. Wow. Ein Indianer. Auch noch du, Link. Kannst du es wagen? Glaubst du, wir hätten dir wegen Mifa verziehen? Das ist auch einer von den alten Säcken. Okay, gerne. Dass der Senatesdorf sowas... okay. Wer ist, mit Ruta? Wer ist Ruta? Okay. Du warst doch vor 100 Jahren dabei und erinnerst dich nicht an Ruta. Der Titan war Ruta, die große Mifa, Reckende Zora steuerte ihn im Kampf gegen die Verheerung Ganon. Warum der Titan nun diese Sinnflut auf unser Dorf niederprasseln lässt, wissen wir nicht. Ich persönlich stelle mir vor, das sind Mifas Tränen, weil sie starb, ohne ihre Pflicht erfüllen zu können. Sie ist gar nicht tot. Sie sitzt da immer noch drin. Jo. Festgewachsen im Titan. Wie in Neo Genesis Evangelion. Er ist aufgelöst im eigenen Saft in dem Riesenvieh. Das finde ich gut. Oh Gott, ich würde die so gerne alle hauen. Das wäre echt richtig cool, ne? Was liegt denn da? Grün? Ich weiß es nicht. Was zur Hölle? Eine Schleichschnecke. Geilomat. Ist das das Schwimmbad? Ja. Sieht ein bisschen danach aus, ne? Es ist ein Schwimmbad für Zoras. Oh mein Gott. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Vor allem, wir können im Schwimmbad ertrinken. Ja, ja gut. Das kann dir echt auch passieren, wenn du ein bisschen doof bist. Oder nicht, oder nicht schwimmen kannst. Man muss also ein bisschen doof bist. Naja, gut. Gibt ja auch. Nein, Dennis. Doof. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Schneller. Sind wir mal nicht so. So, jetzt geh doch endlich mal zum Thronsaal hier. Hast du mich gerade von der Seite angemacht? Ja, wir sind doch... Ja, jetzt... Ja, lass mich doch gehen. Ja. Warst du 100 Jahre alt? Ja. Und nur weil es Zoras... Heißen die in Wirklichkeit Zoras? Haben die einfach nur einen Sprachfehler? Ja, das kann schon sein. Guck mal, da ist der König. Alter, bist du fett. Der ist echt fett. Ist der einzige Zora, der anders aussieht als alle anderen. Also richtig anders. Und der Typ? Gut, der sieht auch ein bisschen anders aus. Na gut, der sieht auch ein bisschen anders aus. Okay, die sind alle ein bisschen anders aus. Also niemand sieht normal aus. Ist das ein Wal? Ja. Der eine Hylianer. Du bist ein ganz toller. Ganz toller. Mehr Körperfett als Relaxo. Lass dich nochmal genau ansehen. Ja, ich bin Link. Übrigens, der Recke der Hylianer. Nee, hab zu viele Roofies genommen. Alles vergessen. Du bist dieser Recke Link? Wusste ich doch, dass mir dein Name irgendwie bekannt vorkam. Ach, du bist so ein Spaß. Das ist wirklich, also wie viele Links laufen da rum, die so klein und elfisch aussehen? Ja, welche Überraschung. Nach 100 Jahren sehe ich noch genauso aus. Komisch, ne? Da werden Erinnerungen wach. Du weilst doch immer noch unter den Lebenden. Hab geschlafen. Ja, das ist eine gute Antwort. Du hast aber echt lange geschlafen. Was? Willst du mich verarschen, du Blödmann? Ja, passiert mir immer. Wenn ich schlafe, kann ich mich an nichts erinnern. Am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Aber an Mifa erinnerst du dich noch. Nicht so richtig, eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Oh, jetzt aber kriegen wir gleich einen Bitch-Slap vom Wal. Jetzt sag aber nicht, du hast selbst Mifa vergessen. Naja, so ein bisschen schon. Ihr wart doch immer so enge Freunde. Zieh dich doch mal im Dorf um. Zieh die Statuen an. Ne? Vielleicht erinnerst du dich ja dann ein bisschen. Fühlst du denn da gar nichts? Oh, meine Hose wird eng. Das fühle ich. Wir fühlen dasselbe, Fabian. Wir hoffen es inniglich. Vater, bring doch nicht Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht, der sieht ganz schön doof aus. Ja. Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Ja, also planvoll hat sie doch nicht gehandelt. Nee. Davon können wir ausgehen. Er hat jeden x-beliebigen einfach hochgeführt und ja, alle wären wahrscheinlich gestorben bei den Monstern. Auf dem Weg lagen eine Menge Leichen, also... Oh. Da sind schon eine Menge krepiert. Wir waren der 12. Versuch. Allein an dem Vormittag. Und du musst wissen, dass unser Dorf sich bla bla bla. Ja, und was ist nur... Ja, was ist denn euer Problem? Ihr mögt doch Wasser. Du bist echt hässlich, Mann. Ich glaube, dass er Schuld dran hat. Naja, er ist vor allen Dingen extrem hässlich. Und ja, hässliche deswegen, Menschen ja, sind immer schuld an allem. Ja, sie sind immer böse. Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Oh, oh.
Slag und nicht Slag. Ja, weiß ich auch nicht. Mosu, fängst du schon wieder damit an, mit diesem blöden Wasserpanz. Du solltest etwas mehr Respekt zeigen. Ach, Wasser unter der Brücke. Ja, Link ist auf meine Einlage ins Dorf gekommen. Der ist doch noch grün hinter den Ohren, noch feucht. Wir waren uns doch einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Warum? Worum geht's hier? Er wird uns beistehen und das Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf nass werden. Ja, vielleicht okay. Wird sogar ganz... Ja, jetzt das ganze Zora-Dorf wird... Und Hyrule. Ja, aber ich meine, das ist denen ja scheißegal. Eigentlich schon. In solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. Können wir gerne machen. Nicht, so besinnt euch doch. Nicht, dass die ganze Welt im Meer versinkt. Och, Wind Waker. Ups. Ja. Ich glaube, das ist die Anspielung, Fabian. Sie hätten mit dieser antiken Technologie nicht rumspielen dürfen. Ja, aber das haben wir jetzt gar nicht vor. Wir wollen ja jetzt gerade nicht mit Technologie spielen. Wir wollen euch helfen. Ja, du bist alt und hast keinen Bock mehr. Ist schon klar. Und du bist ein Rochen. Ja, zumindest dein Kopf ist ein Rochen. Sogar Mifa haben sie uns genommen. Alter, sie lebt noch. Bestimmt. Gut, dass der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Woher? Unendlich, Fabian. Ja, aber woher? Unendlich. Vor kurzem begann er plötzlich damit, das Wasser in die Luft zu spritzen. Aha. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich noch keine Bedrohung für uns. Ohoho. Oh, now we're talking. Doch durch den Dauerregen fühlt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört, auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Okay, das macht Sinn. Auf einmal macht das alles ein bisschen Sinn. Ist der Titan ein Elefant, echt? Und der spritzt die ganze Zeit Wasser hoch. Der mit seinem Rüssel. Das ist nicht euer Ernst. Wieso? Es ist ein fucking Elefant. Es ist ein Unterwasserelefant. Mit dicken Rädern dran. Und Zeug. Und Glühlichtern. Ein Riesenmech. Mech. Töre. Sieht aber ganz cool aus. Hat was von Jules Verne. Mhm. Find's ganz nett. Ja, die Augen sehen auf jeden Fall aus wie die Nautilus-Front. Ja. Naja, es gibt ja dieses Jules Verne-Buch mit dem Riesenelefanten, mit dem mechanischen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da ist eine Gruppe von Reisenden, die dann durch, ich glaube, Indien mit einem riesigen mechanischen Elefanten sich bewegt. Okay. So ein bisschen wie 20.000 Meilen unter dem Meer, bloß durch einen seltsamen, absurden Kontinent mit so einem Gefährt sozusagen. Ist also nicht viel anders, ehrlich gesagt. Oder 80 Tage um die Welt oder so ein bisschen. Okay. Aber es ist genau dieser Elefant, also. Daher kommt er. Aus der Titanwüten fließt kein Strom mehr. Also Elektrizität beeinflusst seine Wassergebungsfähigkeit. Wir müssen deswegen mit Elektrofeilen auf ihn schießen. Alles klar. Alles klar, haben wir ja schon fast gewonnen. Wissen wir ja Bescheid. Sie können mit Elektrizität nicht gut umgehen. Ja, scheiße, dass es hier dauernd regnet und Blitze kommen. Mhm. Und alle Gegner auf dem Weg hier hoch mit Elektrofeilen und Elektroscheiße um sich schießen. Ja. Du hast einen Hylianer geholt, weil Goron immun gegen Elektrizität sind. Ja, und Hylianer anfällig. Egal. Bitte aktiviere die Maschinen mit. Ja, natürlich unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Router gemeinsam aufhalten? Ich hatte eher vor... what? Du möchtest in die Titanen eindringen? Oh yeah. Und die besänftigen und Prinzessin Zelda eindringen und... Was? Nee, ich habe auf der halben Strecke irgendwie den Weg verloren. Sie ist im Schloss. Nicht zu glauben. Sie hat all diese Zeit überdauert. Ey, ihr habt genau auch die ganze Zeit, wenn wir uns die ganze Zeit getroffen haben. Ja. Also irgendwie sind ja in diesem Land irgendwie gefühlt alle über 100. Ja. Manche sehen aus wie kleine Kinder, aber mein Gott. Wäre doch noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Ja, ich wollte Ganon schon lange mal wieder versiegeln. Ja, aber aus dem Grund bin ich nicht zu euch gekommen. Ich bin hergekommen, weil du gesagt hast, ey, komm mal mit. Kannst du sein Inneres betreten? Lass uns Router gemeinsam aufhalten. Ja. Kannst du mir dafür 99 Elektrofeile geben? Ich bin kein guter Schütze. Wenn diese Auswahlmöglichkeit bestehen würde, wäre das echt gut. Und es ist eine Zora-Rüstung. Schwimmtempo erhöht. Naja, immerhin. Dadurch kommen wir mit unserer Ausdauer weiter. Oh, mal nach wenn man sie trägt, kann man Wasserfälle hinaufschwimmen. Das ist ja auch ganz nett, ne? Ja. Das hätte er einem auch nochmal gesagt. Man muss hier nichts selber lesen. König Dorefan, wie kannst du nur? Ja, hat verstehst er doch schon. Verstehst du Dorefan, Elefan? Ich hab, ja, schon halbwegs verstanden.
Ausgerechnet diese solch eine Rüstung fertigt jede Zora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann an. Ja, aber wir haben doch in vorherigen Spielen schon die Zora-Tussi geheiratet. Das können wir doch jetzt auch wieder machen. Die Ruta. Ja. Oder Ruto? Ruta? Ruto. Hieß sie nicht? Ich weiß Ruto, es auch nicht. Ja. Ruto, glaube ich. Ja. Mit größter Sorgfalt hatte sie diese Rüstung gefertigt. Ja, dann heiraten wir halt Mipha. Ja, man, wir heiraten einfach alle Bitches, die uns über den Weg laufen, weil wir einfach den dicksten haben. Das Maß ist voll. Ich protestiere. Ich protestiere aufs Schärfste. Ach, dieser Muso. Er ist eigentlich Muso. Ja, weil er Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mipha fast so, wie wir als ihr Vater es taten. Seit wir Mipha durch die große Verheerung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Hylianer. Ach, dieser Rassismus. Ihr seid eigentlich auch Hylianer, weil ihr in Hyrule wohnt. Nur just saying. Ihr distanziert euch gerade selbst ein bisschen oder separiert euch. Diaspora ist nichts Gutes. Nee, ist nicht gut. Die Elektrofäule zu besorgen, die wir benötigen, um Ruta zu besänftigen, doch jetzt ist er gegangen. Ja, bring ihn mal zur Vernunft. Wir haben nämlich nur zwei. Warte bitte kurz. Reicht das? Hat es gereicht? 10 Sekunden? Will er ihm etwa erzählen, dass er auch keine Hylianer mag? Muso hat sich vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen? Wir denken, dann wird es leichter werden, ihn zu überzeugen. Warum? Er mag uns nicht. Wie sollte es helfen, dass wir daneben stehen? Geh mal hin zu dem Typen, der dich hasst. Und hilf dabei, ihn zu besänftigen. That's how it works. Sollten wir nicht über wegbleiben, damit Leute, die er mag, ihn überzeugen können? Nein, das macht keinen Sinn, Dennis. Ich will auch immer mit Leuten sprechen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Na, vor allem die dich nicht. Aha! Es war so klar, dass da noch eine Kiste steht. Zora-Schild, immerhin. Oh, dafür ist leider kein Platz in deiner Tasche. Wir sollten mal unsere Kocksamen eintauschen gehen. Wollen wir das nicht seit 6 Folgen machen? Ja. Ist ja auch egal. Hast du eigentlich rausgekriegt, wo der steht? Ja. Alles klar. Hab ich dir auch gesagt? Ich hab's aber schon wieder vergessen, das ist immerhin schon ein paar Folgen her. Okay. Ja, was für ein Erfolg. Wir haben ein Schild gefunden und das bedeutet für uns, es war ein würdiger Erfolg, um diese Erfolge zu beenden. Also, Folge. Peace out. Tschüss. Tschüss. Ich krieg das hin. Ich glaub's nicht. Das wird nichts. Das wird nie was. Ah, es wird doch was. Verdammt. Ich hatte so sehr auf dein Versagen gehofft.